Morgen, meine lieben Abonnenten. Eine kleine wichtige Eilmeldung hier von meinem Kanal an den Skinoblog. Ja, wie ihr seht, heute mal ohne Greenscreen, heute ohne großen Aufwand, denn es geht hier um die Star Trek Beyond Blu-ray in 3D und natürlich im 2D. Und ja, in dieser Box soll ein Raumschiff drin sein und Amazon verkauft diese Spezialedition derzeit für 49 bis 50 Euro. Ich habe auch jetzt schon gesehen, geht der Preis in die Höhe. Ja, warum mache ich jetzt so ein Schnoddelvideo? Weil ich hier eine ganz, ganz klare Warnung ausspreche und aussprechen möchte. Und für mich persönlich ist das jetzt hier eine sehr, sehr große Sache, wo ich sage, stopp bis hierhin und nicht weiter. Und deswegen sage ich jetzt ganz klar, Leute, lasst die Finger weg von diesem komischen Ding. Das wird auch jetzt sofort gleich in den Karton verschwinden und geht sofort zurück zu Amazon. Werde ich Entschuldigung, heute noch zu Mediamarkt fahren und werde mir das 3D-Steelbook kaufen. Aber diese schreckliche Version geht auf jeden Fall weg. Ja, 50 Euro Preis-Leistungs-Verhältnis für ein kleines Raumschiff. Wir schauen gleich mal kurz rein. Ich weiß nicht, ob ich es aufmachen kann. Die Packung ist schon sehr billig gemacht. Es soll hier ein kleines Plastikraumschiff sein und es seid mir nicht böse, dass ich das jetzt auch mit dem Handy filme, weil schaut euch das bitte an, das ist wirklich der allerletzte Rotz für 50 Euro. Ich weiß nicht, wie andere YouTuber sagen, jo, das ist ganz in Ordnung. Dazu gibt es noch eine ganz einfache Amari in 3D, ja, auch nichts Besonderes. Die kostet höchstens 12 Euro und dann gibt es dazu das Starship. Ich packe es erst gar nicht aus, weil ich so wütend bin darüber. Das ist wirklich nur so ein hingerotzter Plastikmist. 50 Euro, ganz, ganz klar. Erste Mal hier in der Geschichte von Andis Kinoblog, dass ich sowas mache. Das ist eine Unverschämtheit für euch, für uns, an den Verbraucher, an den Kunden. Lasst die Finger weg davon. Das Ding geht jetzt sofort zurück und dann kann mir Amazon mein Geld wieder zurücküberweisen. Aber das hier ist ja wirklich, das ist ja eine richtige Sauerei. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Videos gesehen von einigen YouTubern, die gesagt haben, jo, das ist ja gar nicht so schlecht. So auf den ersten Blick sieht das Schiff ganz gut aus, aber seid mal nicht böse, Leute. Nicht kaufen bitte, sofort zurückschicken. Das ist eine Unverschämtheit, was hier gemacht wurde. Und daher, so, ich verabschiede mich auch. Ich habe auch gar keinen Bock mehr, hier auf diese widerliche Edition zu schauen. Das ist das allerletzte, was hier gemacht worden ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch trotzdem alles Gute. Ich werde weder ein Intro für dieses Video machen, noch werde ich mich mit einem Outro oder sonst irgendwas und enthusiastisch verabschieden. Ich bin einfach nur enttäuscht und ich bin einfach nur angepisst, dass man sowas für 50 Euro einem vor die Füße wirft. Das ist für mich einfach nur blöde Geldmacherei. Also macht's gut, Leute. Es tut mir leid, aber ich kann das hier in keinem Sinne wärmstens empfehlen. Im Gegenteil, das Ding gehört einfach nur noch in die Mülltonne. So, also nicht kaufen. Ich werde nachher ein Unboxing von dem Steelbook machen von Amazon, von Mediamarkt. Ich glaube, da haben wir mehr von. Auch wenn das auch nicht so super toll aussieht, aber hier diese Star Trek Box mit Raumschiff, das können die sich in die Haare schmieren, das Ding. Also, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Haut rein, euer Andi von Andis Kinoblog. Ciao.